Sie berichtet seit Jahrzehnten von Krisenherden und Glaubenskonflikten in der arabischen Welt. Wie der Islam die Menschen entzweien kann, zeigt Antonia Radus jetzt in einer ungewöhnlichen Buch- und Fernsehreportage. Sie traf zwei ägyptische Schwestern, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Die eine gilt als Kairos berühmteste Bauchtänzerin, ist westlich orientiert, liebt den Luxus. Die andere ist strenggläubige Salafistin, trägt den sogenannten Niqab, hat dem Weltlichen entsagt und findet es selbstverständlich, dass Frauen keine Rechte haben, berichtet Antonia Radus. Das ist von hier aus ganz schwer zu begreifen, dass eine Frau, die war ja, glaube ich, auch mal Showgirl, die jetzt im Niqab, dass die sagt, nein, das ist nicht mehr mein Weg, ich verhülle mich ganz, ich gebe auch einen Teil meiner Rechte ab. Man musste immer einen Mann fragen, ob sie dann jetzt bereit sein kann, zu interviewt zu werden. Haben Sie es verstanden? Man versteht das nur im Zusammenhang mit dem heutigen Islam. Mhm. Und der heutige Islam ist kein Block. Mhm. Das macht er so schwierig. Das hatten wir gerade. Ja. Und diese Leute wie die Salafistin und die Bauchtänzerin haben sich beide ihren Islam zurechtgebastelt. Die Salafistin zum Beispiel ist eine Frau, die streng religiös ist, den ganzen Tag betet, auf der anderen Seite völlig dafür ist, dass Frauen Auto fahren, was in Saudi-Arabien wiederum verboten ist. Und sie finden zahlreiche Familien heute in der arabischen Welt, die ihren eigenen Islam haben. Zum Teil hat das natürlich mit der Freiheit vom arabischen Frühling zu tun, dass die Leute wieder alle Freiheiten haben, auch die religiösen. Und zum Teil ist wirklich ausschlaggebend meiner Auffassung nach das Internet. Jeder sucht sich alles zusammen, was er sich so als Islam eigentlich vorstellt. Mhm. Und da ergeben sich dann Figuren, die wir vor 20, 30 Jahren im Nahen Osten überhaupt nicht gehabt haben. Sie zum Beispiel sagen, Sie sind kein Salafist. Mir hat man in Ägypten gesagt, Leute, die lange Bärte haben und den Schnurrbart abrasiert haben, das sind Salafisten. Auch das scheint offenbar nicht mehr zu stimmen, wenn ich mir so sie ansehe. Sie haben einen abrasierten Schnurrbart und einen langen Bart, sind aber kein Salafist. Salafist macht Diät und macht Sport. Das, okay, dann sind Sie kein Salafist. Ja. Salafisten sind aber das ist ja kompliziert, tatsächlich. Also wenn es nämlich dann zum Beispiel geht, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also wo ist das politische Potenzial, was gefährlich werden kann? Ja. Wo ist ein privat gelebter Glaube, den man jemanden ja nicht nehmen darf? Das hängt miteinander zusammen, meiner Auffassung nach. Wie machen wir es? Die Gesellschaft zerfällt im Nahen Osten so sehr in verschiedene Blöcke und Teile. Jeder sucht sich seine eigene Identität, auch die, die nicht religiös sind. Auch hier haben Sie Mädchen, die in Leggings und mit Kopftüchern herumgehen, etwas religiös sind und so, dass die Gesellschaft jetzt einen Halt sucht. Ja. Und ein Großteil der Gesellschaft sucht diesen Halt in der offiziellen Religion. Die Gesellschaften werden um einiges religiöser. Mhm. Und ein anderer Teil, zu dem sicher doch Herr Samad gehört, glaubt, dass die Lösung in der Nichtreligion liegt. Mhm. Und diese zwei Blöcke sind die mächtigsten im Nahen Osten. Und ich glaube, sie bekämpfen sich nirgends so sehr wie in Ägypten. Und wir kriegen ja die Schockwellen hier mit. Davon bin ich überzeugt. Die Frage ist, wie sollen wir damit umgehen? Haben Sie einen guten Rat für uns in Deutschland, wie wir diesem Problem begegnen? Ich glaube, einerseits eben nicht eine ganze Religion diskriminieren und andererseits sich erwehren gegen das, was kommt. Ich glaube, dass die Probleme des Nahen Ostens im Nahen Osten bleiben müssen. Stellvertretende Kriege in Europa zu führen, ist das Schlimmste, was man machen kann. Und zum Teil findet das ja auch statt. Im Internet sind die Debatten genau auf diesen Themen im Nahen Osten. Erinnern wir uns doch daran, in den letzten Jahrzehnten haben diese Kriege immer um den israelisch-palästinensischen Konflikt stattgefunden. Jahrzehntelang sagte man uns, das ist der Konflikt Nummer eins im Nahen Osten. Ja. Und das war er nicht. Sondern die wirklichen Probleme waren sozial, ökonomisch etc. etc. Heute, seit einigen Jahren, hören wir im Internet und überall, Problem Nummer eins im Nahen Osten ist der Islam. Alles geht um den Islam. Die Wahrheit dahinter ist doch etwas komplizierter. Aber und sie ist sozial eher, sie ist sozial, sie hat mit Wohlfahrt zu tun, mit Wohlstand. Sie hat damit zu tun, nehmen wir das Beispiel Ägypten mit der Moslembruderschaft, die auch eine... die natürlich im vergangenen Jahrhundert gegründet worden ist nach dem Vorbild faschistischer Parteien, aber die auch eine soziale Organisation war in Ägypten und natürlich sehr vielen Leuten auch geholfen hat. Und mit der Zerschlagung der Moslembruderschaft durch Feldmarschall Sisi fallen natürlich auch sehr viele soziale Funktionen einer relativ gemäßigten Partei in Ägypten weg.